gehörte in Vergangenheit auch dieser Mann, Walter Kienzner, ehemaliger Obmann der Alminteressenschaft Kuhberg in Telfes bei Sterzing. Eines seiner größten Projekte war die Errichtung dieser Almhütte. 2016 wurde die Interessenschaftsalmhütte eingeweiht. Rund 100 Rinder weiden seither Jahr für Jahr auf den Bergwiesen ringsum. Landwirtschaft, Tourismus und Sennerei werden durch die neue Kuhberg-Almhütte erfolgreich vereint. Die frische Milch verarbeitet die Sennerin vor Ort zu Käse. Der Hüttenwirt bereitet damit Gerichte zu, wie frische Knödel für hungrige Tagesgäste. Das erste Jahr ist man etwas skeptisch gewesen, ob das wohl alles geht. Und auch die Finanzierung ist ein bisschen schwierig gewesen. Aber jetzt mittlerweile sind eigentlich schon alle Mitglieder froh, dass wir das Projekt verwirklicht haben. Der Hüttenbau ist eigentlich ohne Firma vor sich gegangen. Die ganzen Mitglieder haben gemäht arbeiten. Ich bin zum Beispiel der Backerfahrer und der Maurer gewesen. Mein Nachbar ist der Zimmermann gewesen. Und die Kollegen Elektriker und Hydrauliker haben halt Zell gemacht. Und ja, und die unter Anführungszeichen Büroler, die haben halt gemäß zum Schluss noch einen Bauraum. Weil das hat die Leute so ein bisschen zusammengeschweißt. Und dann bis zum Schluss haben alle mitgezogen und sind eigentlich begeistert gewesen und haben auch die Tagschichten alle gemacht, mit der Freude gemacht. Und das Ergebnis, glaube ich, sieht man ja jetzt. Auch zu Hause am Hof Brunner in Telfes in der Gemeinde Ratschings wird bei Familie Kienzner der Zusammenhalt großgeschrieben. Das ist nur möglich, weil alle mit anpacken. Mir gefällt es ehrlich gesagt besser, wenn ich mit den Maschinen fahren kann, als wenn ich jetzt selber mit dem Recher rechnen muss. Und ich denke, wenn man einfach von Knochen aufwächst mit denen und da allem dabei ist, und dann ist das eigentlich gleich, ob da Mann oder Frau fährt. Obwohl alle drei Töchter auswärts arbeiten, helfen sie selbstverständlich am Hof mit. Trotz des Aufwands überwiegt die Freude. Man muss etwas investieren und man muss schon etwas dafür verdienen, weil viele sagen, ja, Bauer sein oder so was, das ist eh so nebenher, so mehr so ein Hobby. Und ich denke, das ist sicher nicht, wenn man es gut machen will und ordentlich und sich etwas aufbauen will, dann muss man sich schon auch dahinter setzen und eine Freude mitbringen und eine Lust zu arbeiten, weil sonst geht es sicher nicht. Und ich denke, das wird halt alleweil schwieriger. Also die Herausforderungen werden sicher alleweil größer. Wenn du heimkommst, dann kannst du mit den Viechern arbeiten. Und das ist einfach bärig. Also fein zu den Ohren kommen. Wir haben sie alle gern. Die Kühe und die Kälbler. Und. Na, also. Fein. Walter Kienzner, bekannt für sein Engagement, hat sich in Telfes als Feuerwehrkommandant viel Anerkennung erarbeitet. So, Frau, wir kommen gleich auch. Trinken wir mal ein Glas. Ja. Ebenso seine Frau Clara als Ortsbäuerin. Und ich mal gemäß den ganzen Hof ein bisschen in Ordnung bringen. Ein 6-7 Jahr, wo wir jetzt auch in Sterzing gehen, im Bauernmarkt. Zweimal, wo wir als Ortsgruppe gehen, und dreimal für einen guten Zweck, wo überall für die Ortsgruppen zwar arbeiten. Und das Geld spendet man auch allen Familien, die was in der Umgebung halt das brauchen. Na, aber es ist wirklich nett, und auch die Bekanntschaften, die man da gemacht hat, ich hätte die Zeit nicht missen. Schon früh haben Walter und Clara Kienzner den Hof auf die biologische Landwirtschaft umgestellt. Ja, der Laufstall hat sich eigentlich ergeben. Mehr selber wegen, weil ich 2000 auf Bio umgestiegen bin.
Und in der Biolandwirtschaft haben sie eigentlich in Laufstallalben fokussiert. Nicht? Der nächste Schritt, die Umstellung auf Heumilch, war damit nur noch eine Frage der Zeit. Die Turbokuh kann man da im Bergeraum nicht halten, weil man sie nicht erfüttert. Also haben wir dann so ein Futter nicht für die Bergwiesen. Und nach machen wir Biomilch. Da kann man ja auch noch gut füttern. Aber dass die Kuh nicht die nahe Leistung hat, haben die eigentlich zum Schluss gleich viel Geld. Nicht. Neben 6,5 Hektar eigene Wiesen und 3 Hektar Weide bewirtschaftet die Familie noch mehr als das Doppelte an Flächen, die gepachtet sind. Walter Kienzners größter Traum war der Neubau des Wohnhauses, damit die ganze Familie unter einem Dach geborgen und bequem leben kann. Das Haus ist 1930 gebaut worden. Ohne Zement damals natürlich nicht. Da ist gleich Kalk. Die Holztrahmen und die Mauern da an den alten Hausenden, das ist alles faul und feucht. Und unter Denkmalschutz steht da eigentlich auch nichts. Und dann haben wir gesagt, ist besser, wir bauen etwas Neues. Walters Traum müssen nun Clara und die Töchter verwirklichen. Nach längerer Krankheit ist Walter Kienzner noch im Zuge der Dreharbeiten verstorben. Es dauert Wochen und Monate, eine neue Form von Normalität am Hof aufzubauen. Ja, wir versuchen schon jetzt, wenn wir alle zusammenhalten und hell, müssen wir halt schauen, dass es halt passt, weil sonst geht da nicht, weil einer alleine kann da nicht weitermachen. Clara und die Töchter Barbara, Lisa und Claudia blicken mittlerweile wieder zuversichtlich in die Zukunft. Ihren Vater in bester Erinnerung behaltend, haben sich die drei Töchter sein Leitmotiv angeeignet und es tätowieren lassen. Augeben ist verspielt. Nach diesem Motto bewirtschaften die Hinterbliebenen mit vereinten Kräften den Hof. Mir ist jetzt auf die Tür gekommen, dass man erst im Nachhinein viel gesehen hat, was er wirklich alles getan hat, was er alles im Kopf gehabt hat und nicht leider oder Hume. Man hört es ja von allen Seiten an, dass er einfach in allen geholfen hat. Und wie wir jetzt auch merken, du kriegst es auch zurück von den Leuten. Und auf alle Fälle halt, wenn man anderen hilft, dann helfen sie ja auch. Und er war einfach ein Mensch. Er hat allem gesagt, es gibt nichts, was man nicht kann. Und man muss alles probieren. Und man denkt schon, wie logisch, dann geht es schon. Und das versuchen wir jetzt halt auch zu tun, weiterzumachen und positiv zu bleiben. Der Bergbauernpreis ist die Ehrung für das Lebenswerk von Walter Kienzner und eine Motivation für Clara und die Töchter, den Hof weiter zu bewirtschaften. Nun lenkt die nächste Generation die Geschicke am Bergbauernhof.